So, Soren. Du machst ihn ja wahrscheinlich auch platt. Nein! Gut. Dann hopp. Er hätte natürlich auch noch Adept aktivieren können. Dann wäre es natürlich wieder nichts mit der Erfahrung für Mia gewesen. Aber so kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, Eisenschwert und tschüss. Dann. Okay. Shinnon nach. Shinnon nach hier. Warten. Boyd. Mit dir gehen wir auch schon mal auf Vormarsch. Rice. Heilung. Und, boah, ich habe ständig schon wieder diese Kratzer auf dem Headset und Soundaussetzer, die ihr ja zum Glück bei den Aufnahmen nicht habt, die nur ich hier auf meinem Headset habe. Das ist echt voll ätzend gerade. Voll ätzend. Gatry, nur mal so. Nur mal so. Stell ihn mal hin. Und jetzt warten wir bis zur nächsten Runde und attackieren die drei hier. Rice, heil einfach erstmal. Moment. Ne, Mia ist voll. Okay, dann heil einfach mal Boyd. Ja, zweimal heilen noch, dann hat auch Rice wieder sein Level up. So, Mia, du rüstest den Panzerbrecher einfach mal aus und wartest. So, dann holen wir Soren noch ran. Und jetzt haben wir eigentlich alle so weit in Reichweite, dass wir da beliebig angreifen können mit jedem Charakter. Und genau das wollte ich erreichen. Denn die rühren sich sowieso nicht von der Stelle da oben. Und wir können jetzt mal gucken, wie wir es hier angehen. Acht. Oh, Oscar. Sieht ja mal überhaupt gar nicht gut aus. Gegen Chefchen hier hinten. Aber wo es gut aussieht, auf jeden Fall, gehe ich doch mal von aus, ist mit Boyd und dem Hammer gegen unser Freund hier, genau. Und dann könnten wir den doch sogar mit Mia. Könnten wir. Nee, 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 hier, Hammer auf den. Das werden wir auch so handhaben. Boyd Hammerboy. Wie hoch war denn die Trefferquote? Ich habe gar nicht geguckt. Die war doch bei 80 oder so. Blöd, 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 blöd. Aber so richtig. Bekackt. Beschissen. Ich greife jetzt einfach mal hier mit Oscar an, dass er wenigstens ein bisschen Kampferfahrung kriegt. Können wir wieder wegreiten. Siehste? Level up.
Und doch mal ein guter. Ja, Kommando wieder zurück, Oscar. Ike. Königsschwert. Zoma 9. Jetzt rappelt's Handy. Ich habe jetzt keine Zeit. Zoma 9 machen wir. Und jetzt ist er fällig mit Mia. Auch wenn ich das Risiko eingehe. Nee, sie wird nur einmal getroffen. Okay. So. Da hat Boyd daneben gehauen. Ist ja nicht zu fassen. Können wir denn schon irgendwen heilen und so? Nee. Aber wir können noch mal gucken mit Soren. Okay, das hat nun echt keinen Wert mit Soren. Naja, wobei, wir können ja immerhin den Heiler mal angreifen. Gibt Kampferfahrung, gibt Waffenerfahrung. In dem Fall Magieerfahrung. Das schadet ja nichts. Ach. Mensch, wir haben ja auch noch Gatry. Nein. Ach so, reden. Das machen wir gleich mal. Der macht 11 Schaden und ja, ja, da lassen wir Gatry mal hier stehen und quatschen mal Ründchen mit Ike. Gatry! Hey, bist du das, Ike? Ich habe gehört, du hast die Prinzessin nach Gallia gebracht. Gut gemacht. Du bist wirklich ein Held. Sekunde. Was um alles in der Welt machst du eigentlich hier? Auch wenn du denkst, ich sei ein Narr, ich habe mir Sorgen um euch alle gemacht. Au, bring mich nicht zum Weinen, Jungchen. Also, Schluchz, reiß dich zusammen, Gatry. Heute Abend werden du und ich uns ein sattes Mahl teilen und ein oder zwei Lieder singen. Achso, wir können immer noch angreifen. Mach doch mal. Der Heiler wird dann zwar einschreiten. Ihr seid Abschaum. Ihr seid es nicht wert, von General Petrine beachtet zu werden. Ich werde eure Knochen rösten und sie ihr als Trophäe überreichen. Ja, dann hopp. Fang mal an zu rösten. Wow. Das waren die 11, die angekündigt waren. Nicht schlecht. Er hat übrigens Elfenlicht. Das ist quasi Feuer 2, wenn man es so will. Heilung? Nein. Können wir überhaupt irgendwen heilen? Können wir. Huch. Und zwar Boyd. So. Noch einmal heilen und wir hätten ein Level up. Jetzt gucken wir erstmal, für wen sich Balmer so entscheidet. Für Boyd. Oh, crap. Ja, weil Boyd den Hammer hat. Und ein Hammer ist ziemlich schwer, macht Boyd ziemlich langsam und ziemlich anfällig für doppelte Angriffe. Ja, der hat natürlich auch einen Pflegestab, gehe ich mal von aus. So, aber... was du kannst, können wir schon lange... Und hätten Boyd wieder am Mann und ein Level Up für Rice.
Und auch einen ziemlich guten. Dann. Oscar. Soren. Wie viel hast du nochmal Schaden gemacht? 2. Mit Wind 2x1. Wow. Begeisterung pur. Soren, ich befürchte fast... Ach, wobei, wir können ja die Erfahrungen mal einsacken, so... Sehr gut. An Adept habe ich natürlich wieder gar nicht gedacht, dass er das ja einsetzen könnte. Jetzt müsste es doch sogar reichen. Wenn ich das noch richtig... Ach, perfekt. Perfekt. So mag ich das. Und nun. Boyd. Mit der Eisenaxt 15. Huch. Mia mit dem Panzerbrecher 10. Und unser guter Ike. Und mit dem Königsschwert 2x12. Ich überlege nur gerade wieder, wem ich die Erfahrung gebe. Also ist klar, dass ich ihn mit Mia besiegen werde. Stahlaxt 18. Also manchmal habe ich ein Gedächtnis. 10 gibt's hier, so. Meine Herren. 69, das ist jetzt natürlich wieder, aber egal. Treffer! Ja, mach doch deinen Elfenlicht da. So, liebe Mia, dann darfst du ihm den Todesstoß versetzen. Bitteschön. Ah! Ah! Was ein Gespräch, ein Monolog vom Feinsten. Und ein Level-Up für Mia. Sehr schön. Mia läuft. Und die Magierbinde erhalten. Das wär's. Huh. Ich muss Vater finden. Wo ist der nur hingegangen? Titania, ist mein Vater... Keine Sorge, Commander Greil ist der beste Kämpfer. Ihm wird nichts passieren. Räudiger Hund! Wer bist du, Mann? Du siehst aus wie ein gewöhnlicher Söldner, aber du kämpfst wie ein Dämon. Was ist los? Kippst du schon auf? Und gebe mich geschlagen? Ich? Mach dich nicht lächerlich! Hier sind sie! Hier! Verdammt! Der Gegner bekommt Verstärkung! Vater, lass uns von hier verschwinden. Es sind zu viele. Na, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Oh oh. Das Blatt hat sich gewendet, nicht wahr?
Alle Truppen, greift an! Tötet sie alle! Hä? Das Glück scheint uns verlassen zu haben. Vater! Du musst überleben, Ike! Ich werde dich nicht verlieren, nicht an einem Ort wie diesem. Bist du bereit? Ja, Commander. Ihr könnt nirgendwo hin. Verflucht eure Götter, denn sie haben euch verlassen. Was war das? Raubtiermenschen! Gallia-Soldaten! Raubtiermenschen! Rennt! Wir werden sonst in Stücke gerissen! Bleibt, wo ihr seid, ihr alle! Keine Panik! Ich bringe den eigenhändig um, der als erster dem Feind den Rücken kehrt. Nein! Wie sie alle Schiss haben. Pah! Nutzlose Feiglinge! Einer wie der andere! Raubtiermenschen! Hallöchen, Hallöchen. Achtung, dein Soldaten, verlasst diesen Ort. Sofort. Folgt ihr diesem Befehl nicht unverzüglich, werdet ihr Gallias ganze Stärke zu spüren bekommen. Ranulf war das. Ihr könnt mich bedrohen, so viel ihr wollt. Ihr macht mir keine Angst. Wenn ich gehe, wird seine Majestät mich hinrichten lassen. Ich sterbe lieber im Kampf und im Besitz meiner Ehre. Hups, ein schwarzer Ritter. Zieht euch zurück, General Petrine. Der schwarze Ritter! Ihr braucht euch vor dem König nicht zu fürchten. Ich werde es ihm erklären. Nehmt eure Männer und zieht euch zurück. Alle Truppen, Rückzug! Er starrt dich an, Vater. Ja, das tut er. Hey, sag bloß, du willst es allein mit uns allen aufnehmen. Was für ein gesprächiger Ritter. Vater? Vater, Bruder, Alia, Master Greil, Milord Ike, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Prinzessin Elynchia, warum seid ihr zurückgekehrt? Die Prinzessin hat Gallia um Hilfe gebeten, eure Söldnertruppe zu unterstützen. Daher sind wir hier. Bist du ein Halbmensch aus Gallia? Halbmensch? Es braucht schon viel Arroganz, so einen Namen zu verwenden. Glaubst du, ihr hättet den Namen Mensch verdient und wir Lagus stünden unter euch? Und da du uns Halbmensch nennst, sind wir noch viel weniger Menschen für euch? Es tut mir leid, aber ich kenne keinen anderen Namen für euch. Sollte ich dich beleidigt haben, so nimm bitte meine Entschuldigung an. Wie soll ich euch nennen? Lagus? Wäre das passender? Huch, du hast ja Manieren. Sehr seltsam, aber mir gefällt das. Und du bist... Wer bist du eigentlich? Ich heiße Ike. Ike von Greil Söldnern. Ich bin Ranulf, ein Krieger aus Gallia. Wir wussten erst nicht, was wir davon halten sollten, als eine Gruppe Beorg durch Gallias Felder stolperte. Stell dir unsere Überraschung vor, als ich herausstellte, dass Prinzessin Elynchia zu dieser Gruppe gehörte. Das war vielleicht ein Schock. Vor 2 Tagen hat Daein die Eroberung bekannt gegeben. Wir dachten, die königliche Familie von Crimea sei ausgelöscht worden. Eroberung? Sie haben Crimea erobert? Dann ist Crimea also... Ich habe die Nachricht bereits von Milord Ranulf vernommen. Nachdem ich aus der Hauptstadt geflohen bin, mein Onkel, Milord Renning, Ich bin nun ganz allein.
Prinzessin Elincia. Unser König hat daraufhin zusätzliche Patrouillen entlang Gallias Grenzen angeordnet. Es ist kein Zufall, dass meine Krieger hier sind, um euch zu unterstützen. Ich verstehe. Aber zunächst muss ich Prinzessin Elincia zum König geleiten. Was den Rest deiner Truppe angeht, muss ich erst Befehle meiner Vorgesetzten einholen. Solange könnt ihr euch im alten Schloss von Gallia ausruhen. Es tut mir leid, aber ich kann eine so große Anzahl Fremder nicht einfach so in das Schloss bringen. Das verstehe ich. Commander, das wird doch kein Problem sein. Commander? Hä? Bitte? Was ist los? Du hörst mir überhaupt nicht zu. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich habe über etwas nachgedacht. Nun, wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Prinzessin Elincia wird mit Ranulf zum Palast gehen. Wir gehen nach Gallia und schlagen unser Lager im alten Schloss auf. Wie kommen wir zum Schloss, Ranulf? Ich werde euch eine Begleitung zur Verfügung stellen. Einer von euch da vorne. Schnell! Nein, diese Umstände sind nicht nötig. Wenn er sich in der Nähe befindet, überqueren wir den Fluss und halten uns dann in westlicher Richtung. Es handelt sich um Schloss Gebal? Geh du schon mal vor. Bring die Prinzessin so schnell du kannst zu König Kanegis. Einverstanden. Solch überlegt handelnde Gäste hat man selten. Dann entschuldige ich mich jetzt. Oh, und wenn ihr es nicht für allzu aufdringlich haltet, werde ich euch später Lebensmittel bringen lassen. Das wäre wunderbar. Der Weg hierher war schwer. Und wir hatten keine Zeit, etwas anderes als gepökeltes Fleisch und Zwieback einzupacken. Zwieback, gab's wenigstens keinen Durchfall, hä? Dann werden wir euch mit allem versorgen. Prinzessin Elincia, sollen wir aufbrechen? Lebt wohl, ihr alle. Bis später. Ich werde euch bald wiedersehen, nicht wahr? Passt auf euch auf. Schloss Gebal. Greil marschiert alleine. Doch nicht alleine, mit Ike. Vater! Ike! Wieso bist du noch auf? Ich kann nicht schlafen, daher habe ich draußen die Sterne betrachtet. Ich sah, wie du das Schloss verlassen hast. Wo willst du um diese Uhrzeit hin? Das hat nichts mit dir zu tun, Junge. Geh wieder hinein und versuche, ein bisschen zu schlafen. Hörst du bitte auf, mich wie ein Kind zu behandeln? Ich mache das, was ich will. Verstanden? Hoppala. Du warst immer schon ein dickköpfiges Kind. Was hältst du von einem Spaziergang, während wir uns ein bisschen unterhalten? Ja. Na dann mal los. Hat er das Spazierengehen für sich entdeckt? Verrat mir, Ike. Hast du dich an die Höhen und Tiefen des Söldnerlebens gewöhnt? Die Art, wie wir an den Kampf herangehen? Ich bin definitiv ein besserer Kämpfer geworden, aber ich verstehe es nicht. Warum gibst du einem Rekruten wie mir die Verantwortung? Warum beschwerst du dich darüber? Hast du ein Problem damit, autoritär zu sein? Gib mir eine direkte Antwort. Ich bin noch ein Anfänger. Ich schaffe es soeben, meine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Ich sollte kein Anführer sein. Du kannst das alles lernen. Es wird sich alles von selbst entwickeln und zusammenfügen, sobald du anfängst, Erfahrungen zu sammeln. Ich finde das nur seltsam. Das ist alles... Vor nicht allzu langer Zeit hättest du niemals so gehandelt. Stimmt etwas nicht, Vater. Warum hast du es so eilig? Ike, erinnerst du dich an deine Mutter? Bitte? Wie kommst du jetzt darauf? Beantworte einfach meine Frage. Mal sehen, sie war freundlich, glaube ich. Ich kann mich nicht wirklich erinnern und du hast niemals viel von ihr erzählt. Habe ich nicht? Vater, was ist?
Unser Gespräch ist beendet. Lass mich allein und geh zum Schloss zurück. Wie? Einfach so? Du hast mich gehört. Das ist ein Befehl. Kehre sofort zum Schloss zurück. Ich... Gut. Da zieht er von dannen. Mit Fragezeichen im Gesicht, was da los war. Und er kann es nicht lassen und muss hinterhergehen. Other, what's going on? Where are you? Come try me. Is that all there is? No challenge? No resistance? Don't leave me! Father! Unglaublich. Soll ich wirklich glauben, dass das aus meinem Lehrer geworden ist? Vater! Vater! Ich... Ike, halte durch! Und? Wirst du mir geben, weswegen ich gekommen bin? Ich habe es nicht. Ich habe es weggeworfen. Ha, du, der du wusstest, was es wirklich ist, willst es weggeworfen haben? Dir fällt doch bestimmt noch eine bessere Lüge ein. Du versuchst es ja nicht einmal. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Es gibt also keine Möglichkeit, dich doch noch zum Reden zu bringen? Die Toten verraten ihre Geheimnisse nicht, sagt man jedenfalls. Du hingegen, du bist nicht tot. Noch nicht. Ich frage mich, wenn du sehen würdest, wie das Gesicht deines Sohnes bleich wird, wie seine Augen leblos werden und sein Blut, sein Leben im Boden versickert und erst deine Tochter,
Oh, welch Schrecken könnte ich ihr bereiten. Würde das deine Zunge lösen? Vielleicht? Ich denke, das ist eine Überprüfung wert. Was? Nein, Ike! Ike! Ich habe meine Karten auf den Tisch gelegt. Gib mir, weswegen ich hier bin. Wenn du dich nicht widersetzt, lasse ich dein Kind leben. Stopp! Du wirst meinen Sohn nicht anrühren. Was ist das? Der König der Biester? Wie lästig. Soll ich mich zurückziehen? Was? Du gehst nirgendwo hin. Sag mir, ist der Sohn genauso dumm wie der Vater? Vater! Ike, hör auf! Du kannst nicht gewinnen! Aber... Ike! Wie? Du machst nicht weiter? Dann bringe ich es zu Ende. Beinahe! Aber jetzt ist nicht die Zeit, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Für heute darfst du deinen Kopf behalten, Junge. Weg ist er, der schwarze Ritter. Verdammt! So eigensinnig, so arrogant. Natürlich, der, der ihn zu dieser Person gemacht hat, war ich. Vater? Vater, halte durch! Ich kann hier nichts machen. Ich muss dich zurück zum Schloss bringen. Ike! Vater, du bist wach! Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Später, Vater. Jetzt müssen wir dich zum Schloss zurückbringen. Denk nicht an Rache. Lass diesen Ritter in Ruhe. Bleib fern von ihm. Was? Vater? Bleib beim König von Gallia. Lebe hier, lebe in Frieden. Vater, du darfst nicht so viel sprechen. Es kostet dich so viel Energie. Bitte. Du musst dich um alles kümmern. Unsere Truppe, Alja. Hör auf, du darfst so etwas nicht sagen. Es wird bald hell und dir wird es bald wieder besser gehen. Halte durch! Nur noch ein bisschen! Okay, damit hätten wir Kapitel 7 abgeschlossen mit einer ziemlich überraschenden, traurigen Zwischensequenz. Und wir werden im nächsten Kapitel sehen, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt, ob Greil stirbt, ob Greil es überlebt,
und was unsere nächste Aufgabe sein wird. Und Leute, bis dahin, ciao, ciao.